Oh yeah, Elektroschrott. Ich habe ein neues Projekt und um was es dabei geht, möchte ich euch jetzt zeigen. Wir befinden uns in dem Zappes seinem Heizungskeller und ihr seht hier dem Zappes seine Hausverkabelung Dingsbums. Da unten kommen die Ethernet-Kabel aus dem Schacht und das hier ist so das, was hier halt so an Graffel ist. In der Kiste da sind virtualisierte Xen-Maschinen mit Router, Kerberos, File-Server, den ganzen Scheiß. Hier oben haben wir meinen Proxy und VPN-Endpunkt. Und da oben ja Patch-Panel und so ein HP-Switch und lauter so ein Graffel. Und da unten die Festplatten vom File-Server. Tja, was ich jetzt hier machen will ist, hier soll nochmal so eine Blende vor. Und in der Blende möchte ich eine Anzeige haben von Temperaturen. Und zwar eine von Temperaturen unten bei der Platte und eine von Temperaturen hinter den Servern. Ich möchte eine Beleuchtung haben, die hier ordentlich reinscheint. Und ich möchte das Ganze mit diesem Server da verkoppeln. Und zwar so, dass die Temperaturmesswerte per USB-Kabel an den Server da gehen und ich die auch irgendwo auswerten kann. Ja. Relativ einfaches Projektvorhaben. Erste Stufe davon ist bereits gezündet und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Der erste Schritt auf dem Weg zu irgendeinem Projekt ist für mich immer, dass ich zusehe, dass ich erstmal die Ausgabe hinkriege. Weil wenn man erstmal irgendwelche Displays hat, dann ist es hinterher relativ einfach, irgendwelche Messwerte drauf auszugeben. Aber wenn man Sensoren hat ohne Displays, dann weiß man nicht, ob irgendwas Vernünftiges passiert. Insofern habe ich jetzt hier meinen ersten Teil vom RackBuddy-Projekt zusammengebastelt. Und zwar ein Atmega 32.8 oder 328, wie auch immer man dazu sagen will. Standardbeschaltung mit Programmer-Port hier. Dann haben wir hier eine Reihe von ICs, auf die gehe ich gleich näher ein. Und hier haben wir zwei 7-Segment-Anzeigen, 4er-Packs, wenn man so will. Also insgesamt 8 Ziffern, die dargestellt werden können. Das werden mal meine Temperaturanzeigen. Und zwar so, dass ich auf jeder von den beiden Anzeigen jeweils einen momentanen Wert in Grad Celsius anzeige, dann kommt der Doppelpunkt und dann kommt ein Durchschnittswert. Und das halt für den unteren Temperatursensor und den oberen Temperatursensor oder andersrum. Irgendwie sowas in der Richtung. So, wie steuert der Dicke seine 7-Segment-Anzeigen an? Das geht eigentlich ganz einfach. Stellt euch vor, so eine 7-Segment-Anzeige sieht ja ungefähr so aus. Wow, das Zeichnen geht echt ultra beschissen, wenn man dabei durch die Kamera guckt. Ah, geht nicht anders, alles für euch. So, und das ist letztendlich dann so ein Modul hier, so ein rechteckiges Dingens. Ja? Von dem haben wir insgesamt 8 Stück, wenn man so will. Ja, ich zeichne die immer so ganz klein, 4 bis 8, ja? Die also diese 8 Ziffern insgesamt ausmachen. Bei jedem von den Kästchen kommt oben die Anode raus, also letztendlich der Pluspol. Also so ein Common Anode Module nennen sich die. Das heißt, wir haben hier 8 Plusleitungen. Und aus jedem von diesen Dingern kommen hier unten 3, 4, 5, 6, 7, 8 Datenleitungen raus. Die 8 Datenleitungen hängen direkt zusammen mit jeweils einem von diesen Segmenten bzw. mit dem Dezimalpunkt. Das heißt, wenn ich hier oben plus 5 Volt anlege, ja, idealerweise mit so einem Widerstand oder so, und dann hier unten an dem Teil die 8 Datenleitungen jeweils auf Masse lege, dann leuchten einzelne oder auch mehrere von den Segmenten auf. Ist eigentlich ganz einfach. Ja. Wie habe ich das jetzt beschaltet, damit da eine vernünftige Anzeige draus wird? Ich habe, und das ist jetzt erstmal provisorisch, ich werde euch gleich erklären, was hier noch geändert wird. Es ist noch nicht final das, wie es werden soll. Ich muss mich hier mal so ein bisschen gegen die Nachmittagssonne wehren. Was ich hier jetzt als nächstes drin habe, ist ein sogenanntes Widerstandsnetzwerk. Das muss man sich einfach vorstellen, das sind 8 mal 220 Ohm. Einfach Widerstände in einem IC-Gehäuse. Ja? Und das ist nichts anderes, als dass einfach Vorwiderstände für die 8 LEDs da oben sind, damit die nicht abfackeln. Okay, soweit so gut. Jetzt könnte ich das hier so einigermaßen ansteuern. Was man jetzt als nächsten Schritt hier unten drunter hat, ist, ich habe jetzt hier unten drunter einen ziemlich netten Baustein. Und zwar einen TPIC 6B595. Was ist das? Der
TPIC 6B595 ist ein sogenanntes Open Drain Schieberegister. Will heißen, das Teil kriegt hier, ich mache mal bloß eine Leitung dran, über SPI 8-Bit gesetzt. Und überall, wo der hat hier unten, geht er auf Masse meinetwegen, ja. Und bei jeder von diesen 8 Leitungen, wo das entsprechende Bit auf 0 ist, wird die Leitung auf Masse durchgeschaltet. Und bei jeder, wo die Leitung auf 1 ist, passiert einfach nichts, ist offene Leitung. Bedeutet letztendlich, dass man hier über ein einfaches Schieberegister die 8 Leitungen wunderbar ansteuern kann. Ja. Jetzt haben wir eine von den 8 Dingern hier irgendwie steuerbar. Ne? Also wenn ich hier zum Beispiel, was weiß ich, die richtigen Dinger anmache, kann ich hier oben LEDs leuchten lassen. Gut. Jetzt ist der nächste Trick, dass jede von diesen Leitungen hier, ja, jeweils mit den Datenleitungen von allen anderen hier verbunden ist. Das heißt, wir haben hier einen Bus, alle Datenleitungen hängen aneinander. Das heißt, wenn ich an jedem hier oben plus 5 Volt anlege und dann hier irgendwas schalte, dann würden alle von denen hier gleichzeitig rumleuchten. Ja, das ist natürlich nicht das, was wir haben wollen. Das heißt, wir wollen hier natürlich multiplexen, Logo. Wir wollen also hier den Effekt haben, dass immer, wenn ich hier unten Daten drauf gebe, die genau auf einem von diesen Anzeigen hier angezeigt werden und die anderen aussimmen. Das machen wir ganz schnell und schalten die einfach durch. Und dann haben wir sogenanntes Multiplexing und es sieht so aus, als würden alle gleichzeitig leuchten. Das ist im Grunde genommen dasselbe wie bei meiner LED-Matrix für den Funkwecker. Könnt ihr im entsprechenden Video nachgucken, wie es da geklappt hat. Was ich dazu mache, ist so eine ganz pfiffige Angelegenheit. Ich habe hier nämlich einen Baustein. Das ist ein CD. Oh, jetzt muss ich selber mal kurz nachschauen. Ich lüge. Das ist ein TP4022BP. Und das ist ein sogenannter Dekadenzähler. Das ist was ziemlich Cooles. Der hat nämlich 8 Ausgänge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und einen Eingang. Natürlich, der hat auch noch Strom und so ein Gedriss, aber das interessiert uns jetzt nicht. Und wenn ich hier unten ein Signal drauf gebe, wenn ich hier plus 5 Volt anlege, kurz so eine steigende Flanke, dann zählt der hier oben seine Ausgänge durch. Das heißt, es ist immer ein Ausgang hier oben auf plus 5 Volt, die anderen sind auf Ground. Und immer wenn ich hier unten einen Impuls gebe, schaltet er die hier oben durch. Das hört sich aber interessant an. Die müsste man jetzt doch eigentlich hier oben mit diesen 8 Leitungen verknüpfen können. Dann müsste ich hier, bei dem Schieberegister habe ich ja so eine sogenannte Latch-Leitung. Ja. Das ist die, die die reingeschifteten Daten tatsächlich auf die Ausgänge übernimmt. Die Latch-Leitung verbinde ich einfach hier mit dem Clock, nennt sich das. Und jedes Mal, wenn der hier seine 8-Bit hier hochschiebt, wird damit hier eins weitergezählt und wir können damit einfach ganz schnell, immer wenn wir einzelnes Zeichen zeichnen, kommt es immer auf den nächsten Teil, müssen wir nur schnell genug machen. Wunderbar. Ja, es ist schon fast gut, nur dieser Baustein hier hat einen winzig kleinen Nachteil. Das, was hier an Strom rauskommt, sind, wenn mich nicht alles täuscht, maximal 22 mA oder so. 22 mA reichen aber gerade mal für ein Segment. Das heißt, wenn ich hier unten tatsächlich alle von diesen Teilen auf dem Open Collector Teil hier aufmache, ja, und dann oben Strom dran gehe, dann habe ich hier 8 LEDs, die jeweils so um die 20 mA ziehen wollen, dank dieses 220 Ohm Vorwiderstands. Macht nach Adam diese 8 mal 20 sind irgendwie so ungefähr 160. Und ungefähr 160 sind deutlich mehr als die ungefähr 20, die er liefern kann. Also was machen wir? Hauen noch einen Baustein dran. Und zwar der Baustein, der hier noch mit drin ist. Das ist ein UDN2981 von Allegro. Und das ist letztendlich einfach nur eine Reihe von PNP-Transistoren. Das heißt, wenn ich Blödsinn rede, rede ich Blödsinn. Alles nochmal zurück. Das sind einfach Transistoren. Ja, vergesst das. Ich müsste jetzt drüber nachdenken, aber eigentlich von der Beschaltung her sind es hier PNP. Ach, what the fuck, ich kenne mich mit Elektronik nicht aus. Bis da doch, ich bastle nur. Egal. Jedenfalls, wenn hier eines von diesen Signalen an den UDN geht, dann geht der entsprechende Ausgang hier oben am UDN auf High und der kann richtig Saft liefern. Ich glaube, da geht irgendwie so bis 1 Ampere oder sowas auf jeden Fall mehr als genug. Und diese Leitung
Das sind dann wirklich die, die ich hier oben mit verbinde. Super geile Zeichnung. Bis hier. Ja. Was bedeutet das? Ich habe eine Interrupt-Routine auf meinem Atmega. Und diese Interrupt-Routine wird pro Sekunde 4000 Mal aufgerufen. Jedes Mal, wenn die aufgerufen wird, schiebt sie über den SPI-Ausgang 8-Bit an den TPEG hier unten. Der schaltet damit eine Reihe von Segmenten hier oben frei, also die Ground-Leitungen dazu. Beziehungsweise, das macht er erstmal noch nicht. Er speichert erstmal die 8-Bit in seinem Pufferregister. Dann kommt hier das Latch-Signal, dann überträgt er das an seine Ausgänge, dann liegen hier die entsprechenden Daten an. Gleichzeitig wurde hier über den Dekadenzähler, über den 8-Bit-Dekadenzähler und den Source-Treiber, wurde für eines von diesen Dingern hier plus 5 Volt aufgeschaltet. Und das heißt, ein Teil hier leuchtet auf mit dem, was hier kommt. Und wenn das nächste Zeichen hier reingeschiftet wird und hier wieder der Latch kommt und der Clock kommt, wird das nächste angezeigt. Das machen wir einfach ganz schnell. Und dann sieht das so aus wie hier. Und wenn man ganz genau aufpasst, dann sieht man sogar, dass die Dinger hier so ein bisschen flimmern und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die auf genau diese Art und Weise gepulst sind und man das auf der Kamera einigermaßen sehen kann. So. Gut, nochmal um es zu erklären. Das Ding hier, das ist dieses 8x220 Ohm Widerstandsnetzwerk. Das da ist der TPEG, also dieses Schieberegister, das Open Drain Schieberegister. Dann dieses Biest hier, das ist der UDN2981A, der Source-Treiber. Und na, man sieht es hier jetzt kaum, irgendwo da unten drin ist der Dekadenzähler, das Ding da genommen. So. Ist eine prima Sache, hat aber noch ein bisschen viel Kabelgewirr und so ganz sauber ist das hier mit diesen Widerständen eigentlich auch nicht. Das kann man zwar so machen, aber erstens hat man einen Arsch voll Verkabelung, das will man eigentlich nicht haben, und zweitens, wie gesagt, der Profi macht das anders. Und zwar, was ich tun werde, das ist, dass ich diese beiden Bausteine hier, also die Vorwiderstände und dieses Open Drain Schieberegister, die werde ich ersetzen durch einen Baustein namens TLC 5916 von Texas Instruments. Der TLC 5916 ist im Grunde genommen genau die Kombination von diesen beiden Dingern hier. Und zwar ein Schieberegister, wo man dann also per SPI die Daten reinschiebt, die 8-Bit, die man gerade anzeigen will. Und er hat allerdings gleich eine Konstantstromschaltung mit drin. Das heißt, man hat hier dann so einen einzelnen Widerstand, den man hier irgendwie unten reinklemmt, der steuert, wie viel Strom fließen soll. Da stelle ich dann ein, ja, meinetwegen 20 mA pro Kanal. Und dann brauche ich nämlich diese Vorwiderstände nicht mehr, sondern dann kümmert der sich gleich darum, dass da nur der richtige Strom rausfließen kann. Und dann habe ich einfach einen Chip weniger. Das wird spätestens dann, wenn ich den ganzen Kram auf Lochraster bringen muss, sehr viel angenehmer. Hatte ich bloß jetzt für den Testaufbau noch nicht da. Müsste die Tage eigentlich mal kommen, ist schon bestellt. Ja, wie gesagt, für den richtigen Lochrasteraufbau wird es der TLC 5916. Das war's auch schon für das erste Video aus meiner Reihe RackBuddy. RackBuddy, yay, RackBuddy. Hier, RackBuddy. So werde ich das Ding fürs Rack nämlich nennen. Und ihr werdet dann relativ bald neue Videos sehen, wenn ich mal wieder irgendwas gebaut habe. Also beispielsweise, wenn der hier kommt und ich mich an das Lochraster-Layout traue. Oder wenn ich den hier auf das Breadboard drauf prügle, damit ich mit dreimal stecken und ein paar Kabel ziehen noch ein Video hier raushole. An der Stelle noch ein kleines bisschen Werbung. Ich liebe diesen Kugelschreiber hier. Den Uni-Kugelschreiber. Ihr könnt auch mal sehen, wie verwirrt ich bin, wenn ich hier mit euch rede. Ich liebe diesen Druckbleistift. Den Uni-Kuru Toga Roulette. Cooles Teil. Jedes Mal, wenn man den nämlich hier aufs Papier setzt, dann wird automatisch die Mine so ein kleines Stückchen weiter gesappt. Und also gedreht, rotiert. Und dadurch bleibt die Schrift immer schön spitz. Total geil. Findet ihr in meinem Amazon-Store. Der ist da unten verlinkt. Braucht ihr, kostet nicht viel. Kommt aus Japan. Japan ist gut.